Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Game. So, Leute, und jetzt gehen wir zu Jacobs Bude. Bin ich mal gespannt, wie er mal gelebt hat und andere. Wie es weitergeht, Leute. Bin ich mal richtig gespannt. So, dann gehen wir mal zum Jacob. Mal gucken, wie er gelebt hat, die 20 Jahre ohne Evie. Oha, was sind du? Einschüchterungswaffen. Ganz wie die, die wir von unseren indischen Brüdern kennen. Ah, jetzt können wir auch die Matches machen, Leute. Aha, ein Kampf gab's hier. Das wissen wir ja, Leute. Diesen Kampf haben wir selbst miterlebt. Den Kampf. Alles war irgendwas sein. Ein Brief? Der letzte Mord war großartig. Die Dame hatte gar keine Zeit zum Schreiben. Wie sollen die mich jetzt kriegen? Ich liebe meine Arbeit und werde sicher wieder anfangen. Bald wirst du wieder von mir und meinen lustigen kleinen Spielchen hören. Ich habe auch noch was von dem roten Zeug meines letzten Werks in einer Limonadenflasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es wurde dick wie Kleister. Und ich kann es nicht benutzen. Rote Tinte wird ja hoffentlich ausreichen. Die Zeitungen druckten diesen Brief 3 Tage bevor... Aha, alter Schwede, ist ja heftig. So viel Blut. Hoffentlich nicht deins, Bruder. Hoffe ich auch nicht, Leute. Das ist Jacobs Blut, ist mir hoffen. Das letzte Mal, dass Henry, mein Bruder und ich uns sahen, war in Indien. Vor 15 Jahren. Als dieses Foto gemacht wurde, standen wir vor einem Tempel von Kali. Und das ist einer der Jungs, die Jacob in der Bruderschaft ausbildete. Wie nannten wir ihn noch? Haut drauf, Jack. Rücksichtslos und verschmitzt. Genau wie mein Bruder. Oh nein. Das heißt, Jacob... Mehr Zeichen. Was übersehe ich? Das heißt, Jacob hat sozusagen Jack the Ripper ausgebildet. Als dieses Foto gemacht wurde, standen wir vor... Ich hab's, Jacob. Kali, die Zerstörerin. Ich gab sie dir bei deinem letzten Besuch. Es gibt eine Frau, die helfen kann. Unseligerweise erinnert sie stark an unsere Nachbarin aus der Kindheit. Wenn der Unseligerweise? Was will Jacob mir sagen? Wir haben Nelly geliebt. Meint er vielleicht unselige Frauen? Jack the Ripper hat unsere Spur aufgenommen. Nelly könnte in dem Bordell nahe Jacobs Wohnung sein. Dort fange ich an. Alter Schwede, was geht hier ab, Leute? Ist schon heftig. Und jetzt hat sozusagen Eve... Gut, seid wachsam, Leute. Diese Bombe wird sie das Fürchten lehren. Ich sehe sie.
Hier, dich bringe ich um. Spießt sie auf. Alter Schwede, die Dinger sind richtig nice. Muss man echt sagen, Leute. Und jetzt. Hoffentlich weiß diese Nelly, wo du bist. Und kann mich zum Ripper führen. Wenn Jacobs ehemaliger Schüler der Ripper ist, dann ist er unser Ripper. Ich muss ihn aufhalten. Das wäre heftig, Leute, wenn der Jack the Ripper, Ivis und Jacobs Schüler waren. Oha. Wenn das so wäre, Leute, alles wäre richtig heftig. Das wäre richtig heftig. Ein nettes Begrüßungskomitee. Eine dieser Frauen muss Nelly kennen. Mit dem Premierminister persönlich? Sie müssen sehr wichtig sein, Sir. Allerdings, meine Liebe, sehr so. Haben Sie Nelly gesehen? Was wollen Sie von Nelly? Wer sind Sie? Wenn Sie eine Freundin sind, dann sind Sie vielleicht schon zu spät. Wo ist sie? Sie ist auf dem Weg zu Lady O. In Begleitung der Schläger, die uns bei der Stange halten sollen. Schnell, Sie können sie noch einholen. Schön mit, Nelly. Lady O erwartet dich schon. Ich will aber nicht. Lass mich los. Oh, nicht schon wieder. Ach. Ich muss Nelly finden, bevor ihr was zustößt. Also es ist jetzt auch nervig, dass man ihn fahren kann. Wo sind sie hin? Nelly schwebt in großer Gefahr. Da ist die Kutsche. Nelly muss in diesem Gebäude sein. Wenn ich darüber komme, wirst du dir wünschen, Nelly ist irgendwo da drin. Zweifellos streng bewacht und in Lebensgefahr. So Leute, jetzt tun wir die ein bisschen ablenken. Nein, nicht schon wieder. Was ist denn zurzeit los mit Assassin's Creed Syndicate? Das ist doch nämlich normal langsam, oder? Finde ich mehr. Das ist nämlich normal mit Assassin's Creed Syndicate, dass es so verbuggt ist. Oh Mann, ja. Das nervt mich jetzt ein bisschen extrem. Dass es so verbuggt ist jetzt irgendwie, oh Mann. Weiß echt nicht, an was das liegen könnte. Das ist jetzt ziemlich nervig, finde ich. Das ist jetzt zum zweiten Mal passiert, bei der vorigen Folge passiert, jetzt passiert es bei der Folge. Mann.
Muss man echt nicht verstehen, was zur Zeit los ist, naja. Ich hoffe, dass es irgendwie besser wird in der nächsten Zeit, weil das wäre richtig nervig. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen zu nervig, dass es jetzt schon wieder passiert. Oh Mann, was für ein Scheiß grad. So, hoffentlich geht's jetzt wieder ein bisschen besser. Weil sonst wär's ja richtig nervig. Ja. Ich glaube, Leute, nach dieser Folge mache ich eine kleine Aufnahmepause und guck, vielleicht gibt's ein neues Update oder so und irgendwas, weil es wäre jetzt echt nervig, wenn das nicht funktioniert. Irgendwo da drin. Zweifellos streng bewacht. Und in Lebensgefahr. Na, selbstverständlich. Oh Mann, hoffentlich geht's jetzt besser, Leute. Warum komme ich nicht rüber und erteil dir mal eine Lektion? So, glaubst du, du wärst ein. Um dich kümmere ich mich persönlich. Ich so gut wie tun! Wie wär's, wenn ich dir ein Messer in die Nase rame? Du bist so gut wie tot! Alter, die sind echt hartnäckig, die Gegner. Okay, hier geht's nämlich rau. Wir haben hier nichts zu suchen. Ich weiß, du bist den Teufel, wenn du ihn siehst. Schlag sie zu! Jetzt reicht es mir, dich zu. So. So war's jetzt optimal. Mal plündern wir mal kurz. So, jetzt müssen wir vielleicht wieder was herstellen, oder geht's? Ah, hier geht's rein. Bin ich mal richtig gespannt, was. Hey, kann man den nicht mehr? Noch mehr herstellen?
eine Ehre, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass wir schon sehr bald. Schafft sie hier weg! Oh Mann, super. Super, super. War nicht so ganz so systematisch von uns. Aber jetzt müssen wir es nur ganz vorsichtig sein, ein bisschen. Nämlich so wie am Anfang in der Straßen. Jetzt müssen wir ein bisschen ruhiger angehen, Leute. Ein bisschen ruhiger. Nelly ist irgendwo da drin. Zweifellos streng bewacht. Und in Lebensgefahr. Zwing mich bloß nicht, darüber zu kommen. Ist alles in Ordnung? Mir gefällt, wie du denkst, Missy. Für die Ehre, Miss Fry. She escaped from Lambeth Asylum. So, jetzt haben wir zumindest das haben wir jetzt gepackt. Eindringling, schnappt sie euch! Die Schlösser wird entspannt! Hat sie vor dem Rohr! So, jetzt haben wir sie da gepackt. Was ist denn das für ein Problem? Warum merken wir uns so schnell? Die merken uns so schnell. Das ist schon heftig, wie schnell die uns merken. Das finde ich schon heftig, wie schnell die uns bemerken. Schon wieder ein Versuch, oh je. Nelly ist irgendwo da drin. Zweifellos streng bewacht. Und in Lebensgefahr. Ich habe Angst. Ist mir ein Vergnügen. Gehen wir mal auf die andere Seite. Dann mach.
Dann räumen wir hier erstmal ein bisschen auf. Aladin Erfen. Das wird dir ausgesprochen leid tun. So ist es mir eine Ehre, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass wir schon sehr bald sogar noch mehr Unselige bei uns aufnehmen werden. Diesen verzweifelten Mädchen, unschuldige Opfer dieser unsicheren Zeiten, bieten wir ein Dach über dem Kopf, ein warmes Feuer, drei Mahlzeiten pro Tag und vor allem die Liebe und Unterstützung, die sie brauchen, um in der anständigen Gesellschaft wieder Fuß zu fassen. Mitgefühl und die Güte der Teilhaber unserer Stiftung geben all unseren Mädchen die Möglichkeit, sich aufzurappeln und auf all... Psst, nur keine Angst. Jacobs Schwester. Wir können ihn nicht reden. Bitte, er tötet mich. Dafür sorgt sie. Wer? Lady Owls. Jacob sagte, sie müssen sie töten, um ihn zu finden. Lächelt. Und seid freundlich, sonst sage ich dem Ripper, wo ihr schlaft, meine Schöne. Dame Fry. Schnappt euch Nelly und sorgt dafür, dass uns diese Frau nicht folgt. Oh nee, hoffentlich wissen wir nicht. Wo ist sie hin? Es muss die Kutsche sein, die ich suche. Oh Mann, ich werde die... Das ist wieder das die blöde Bewahrung, finde ich, wo man nicht so gut... Entschuldigung, wo ist sie hin? Verdammt! Das ist hängen bleibt, das ist so nervig. Aber Leute, ich würde sagen, somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis.